Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wie versprochen das etwas aufwendigere Video. Ich werde mir das horizontale Labrett rausnehmen, weil das ist dabei rauszuwachsen. Und stattdessen werde ich mir ein normales Labrett stechen. So, diesmal werde ich ein wenig professioneller arbeiten wie das letzte Mal, als ich mir das Septum gestochen habe. Denn diesmal wird alles zu 100% steril sein. Also das sind schon mal die sterilen Handschuhe und die sind dann, sobald ich die ausgepackt und ausgebreitet habe, ist das dann auch meine sterile Arbeitsunterlage. So, jetzt zuallererst desinfiziere ich mir mal die Hände. Dann ziehe ich mir ein paar nicht sterile Handschuhe an. So, dann öffne ich mal die sterilen Handschuhe. So, hier außen kann ich noch alles problemlos berühren. An der Innenseite muss ich dann wesentlich mehr aufpassen. Deswegen gibt es hier diese Laschen, an denen man das aufmachen kann. Die kann ich auch noch ohne Probleme berühren, nur das Innere wird dann kritisch. So, das ist jetzt schon mal meine sterile Arbeitsunterlage. So, dann habe ich hier das sterile Labrett Piercing. Das ich natürlich auch noch nicht berühren darf mit den nicht sterilen Handschuhen. Dann habe ich hier eine sterile Einwegpinzette. Dann die sterile Nadel bzw. Kanüle. Dann hier noch eine sterile Mullkompresse, falls das Ganze anfängt zu bluten. Und hier noch einen sterilen Stift zum Markieren, aber den lege ich jetzt nicht auf die sterile Unterlage, weil ich den hier auch gleich so anfassen kann, weil es muss ja nur die Spitze vom Stift steril sein. So, jetzt werde ich mir erstmal mein horizontales Labrett rausnehmen. Das fällt mir nicht gerade leicht, aber ja, es muss sein, weil ich da jetzt nicht wirklich eine Narbe haben will oder so. Mir gefällt das Piercing wirklich, aber es muss leider raus. Nach einem guten Jahr ist das Piercing jetzt draußen. Jetzt nach dem werde ich mir erstmal mit dem sterilen Stift den Punkt anzeichnen, wo ich nachher das Piercing stechen werde. Und bevor ich da anzeichne, desinfiziere ich das Ganze erstmal mit Alkoholtupfern zweimal nacheinander. Und dann zeichne ich das Ganze erstmal an. So, und das Anzeichnen, das wird wahrscheinlich ein relativ langwieriger Prozess sein, deswegen filme ich das jetzt einfach mal nicht. Ich denke, ihr könnt euch das gut vorstellen, wie ich einen Punkt auf der Haut male. So, okay, jetzt habe ich die Handschuhe, die nicht sterilen, wieder ausgezogen. Dann desinfiziere ich mir nochmal die Hände. Warte,
dass der Alkohol ein wenig getrocknet ist, weil die Handschuhe sind jetzt latexfrei und puderfrei. Deswegen ist das ein wenig schwieriger, in die reinzukommen. Und vor allem, ich darf nur das Innere vom Handschuh berühren und auf keinen Fall das Äußere. Deswegen, es ist schon auch ja, eine Kunst für sich, unter Anführungszeichen, diese Handschuhe anzuziehen. So, jetzt vorne die Finger, ich bin noch nicht ganz im Handschuh drin, aber das ist eigentlich egal. Das kann ich nachher immer noch richten, sobald ich den Handschuh anhabe. So, und jetzt darf ich das Innere nicht berühren mit dem Handschuh, sondern nur das Äußere. So, und jetzt kann ich eigentlich beide Handschuhe berühren und die mir zurechtlegen, wie das am besten passt. Vor allem Daumen und Zeigefinger, weil ich nachher ja die Kugel dran schrauben muss. So. Und jetzt kann ich alles, was sich hier auf der Stirnunterlage befindet, berühren. So, als erstes schraube ich mal die Kugel vom Piercing ab, lege das da hin und lege mir das jetzt genau in der Reihenfolge hin, wie ich das brauchen werde. So, zum ersten greife ich die Lippe dann mit der Pinzette und dann steche ich das Ganze, setze das Piercing ein und falls das Ganze blutet, habe ich die Mullkompresse. So, dann werde ich das Ganze jetzt mal stechen. Zuerst setze ich die Zange an, beziehungsweise die Pinzette. Ja, es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, die Naht zuerst darauf zu machen. So. So. Dann kann ich die Pinzette eigentlich loslassen. Setze nur noch den Schock ein, das ist einig vollig. Schraub die Kugel dran, das ist der schwierigste Teil an der Sache. So, wie ihr sehen könnt, hat alles wunderbar geklappt. Seit ich mir das gestochen habe, sind jetzt circa schon 2 Stunden vergangen oder so und ich bin jetzt mit der Freya draußen. Ja, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, sobald das abgeheilt ist, dann werde ich wahrscheinlich beginnen, mir das Labrett zu dehnen, circa auf 5 mm. Und ja, das war's dann eigentlich schon von dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das doch, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann sage ich tschüss, ciao und wieder bis zum nächsten Mal. Zum Schluss gilt noch ein großes Dankeschön an Philipp, der das Ganze freundlicherweise gefilmt hat. Und der hat auch einen YouTube-Kanal und ich verlinke euch den mal in der Beschreibung. Also schaut bei dem vorbei, der macht wirklich auch coole Videos.